So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin überrascht, wie viele Leute hier sind, um zu hören, was wir bei Lipa alles tun. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin einer von vier Geschäftsführern im Lipa Wangensing. Ich bin verantwortlich für den Bereich Technik, für die Konstruktion, Entwicklung und das Qualitätswesen. Neudeutsch würde man das nennen F&E, Forschung und Entwicklung. Ich möchte Ihnen heute Abend einen Einblick in die Unternehmenstätigkeit bei Lipa geben. Ich muss Sie ein bisschen enttäuschen, ich werde nicht so sehr mit den Zahlen aufwarten, die Lipa alle so in den letzten Jahren so gemacht hat, sondern ich möchte Sie eher ein bisschen einführen in die Denkweise, in die Philosophie, die hinter dem Unternehmen Lipa steckt, die insbesondere hinter dem Lipa-Werk Nenzing steckt. Wer öfters an der Autobahn an unserem Werk vorbeifährt, der wird unschwer feststellen können, dass wir in den letzten Jahren ganz erheblich gewachsen sind. Auch in der lokalen Presse wird das hin und wieder berichtet, wie stark das Wachstum der Lipa-Werk Nenzing ist. Gleichzeitig wird aber auch berichtet, wie stark unsere Tochter in Rostock wächst und wie gut es dieser Tochter geht. Aber gerade diese Meldung, die hat in letzter Zeit häufig zu der Befürchtung geführt, dass doch möglicherweise Arbeitsplätze hier in Nenzing gefährdet sind und langfristig nach Rostock abwandern. Ich möchte Ihnen versichern, dass das absolut falsch ist, dass die Arbeitsplätze hier nicht abwandern und möchte Ihnen auch die Beweggründe dafür nennen, warum das wirklich so ist. Ich habe in meinem Vortrag überschrieben, die Mission des Unternehmens und deren erfolgreiche Umsetzung. Ich möchte Ihnen maßgeblich die Gründe für unsere Entwicklung aufzeigen und ich will Ihnen auch zeigen, dass das Unternehmen eine Vision hat, wie wir die Zukunft bestehen können. Ich habe mich heute Abend entschieden, den Vortrag mit Bildern ein bisschen zu untermalen. Ich muss gestehen, allzu viele Fotos habe ich gar nicht drin, so wie ich das zu Anfang gedacht habe, ganz einfach aus Zeitmangel. Trotz alledem glaube ich, dass die paar Fotos, die ich drin habe, doch schön genug sind, dass man ein bisschen sieht, was wir hier so machen, denn beeindruckend ist das allemal. So, ich will Ihnen heute kurz das Lipa-Werk Nenzing vorstellen und dessen Einbettung in den Konzern, internationalen Konzern. Ich möchte ein bisschen reden über Werte im Unternehmen, Mission, Zielsetzungen. Ich gehe dann über und rede über die Herausforderungen einer in der globalisierten Welt. Das mag ein bisschen abgedroschen klingen, aber ich glaube nach wie vor, dass das eine unserer größten Herausforderungen ist. Ich bin auch der Meinung, dass das eine große Chance für uns ist. Viele betrachten das als eine Gefahr für uns. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das ganz anders. Diese Chance können wir nur nutzen, wenn wir Ziele haben. Ziele, die eigentlich genau darauf hin abzielen, dass wir in dieser globalen Welt bestehen können. Und eines der Punkte, die wir dazu brauchen, sind die Premium-Produkte. Wir sind quasi verdammt zu Premium-Produkten. Dann rede ich hier ein bisschen über das Wachstum, organisches Wachstum und über unsere Innovationstätigkeit und was wir dafür tun. Ich rede darüber, was wir tun für unsere Qualität und das Bekenntnis zum Standort. Sicher kennt die Mehrzahl der Zuhörer die Firma Lipa. Zumindest hat jeder schon mal die Ausleger gesehen, wenn man vorbeifährt. Trotz alledem, den Konzern glaube ich, dass nicht so viele kennen. Deshalb möchte ich den ein bisschen vorstellen. Lipa ist nach wie vor ein Unternehmen, ein privates Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit
derzeit etwa 30.000 Mitarbeiter. Und wir machen einen konsolidierten Gesamtumsatz von 7 Milliarden Euro. Angefangen hat alles 1949, als der Firmengründer zunächst für seinen eigenen Bedarf einen schnell zusammenbaubaren und transportablen Baukran entwickelt hat. Dieser Baukran wurde schnell so bekannt, dass es der Beginn einer Kranbaufirma war. Zunächst war die Kranbaufirma in Kirchdorf, später dann in Biberach, wo das große Werk dafür entstanden ist. Hans Lieber war zeitlebens mit dem Bau sehr beschäftigt. Bauen war einer seiner wesentlichen Dinge. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er ganz schnell alle Maschinen, die im Bau zu finden sind, selbst gemacht hat. Lieber war auch so eine Art self-made man. Wenn er irgendetwas nicht bekommen hat, so wie er das vom Markt wollte, dann hat er das einfach selber in die Hand genommen. So hat er Verzahnungsmaschinen gemacht, weil er die Zahnräder nicht gekriegt hat. So hat er Getriebe gebaut, weil er die Getriebe nicht gebaut hat. Und so könnte man das unendlich fortsetzen. Er hat alle die Dinge einfach in die Hand genommen. Seit der Gründung 1949 ist Lieber zu einer Gruppe mit weltweit über 100 Gesellschaften gewachsen, die auf den unterschiedlichsten Gebieten tätig sind. Wir sind dezentral aufgebaut und operieren in kleinen, überschaubaren Firmengruppen, die alle eigenverantwortlich sind. Dank der spartenorientierten, länderübergreifenden Führungsstruktur werden Ressourcen effizient genutzt. Die Dachgesellschaft der Lieber-Gruppe ist die Lieber International in der Schweiz, in Bül. Die Inhaber der Lieber International sind allesamt Mitglieder der Familie Lieber. Das Foto zeigt den Gründer Hans Lieber. Das Unternehmen wird heute in zweiter Generation von den Geschwistern Isolde und Dr. Willi Lieber geleitet. Die dritte Generation steht schon in den Startlöchern. Einige davon haben ihre Studien schon absolviert und sind derzeit als Trainees in den Firmen unterwegs, in unterschiedlichen Firmen, in unterschiedlichen Positionen. Das Unternehmen ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Unabhängigkeit bei allen Entscheidungen, durch langfristige Orientierung, Gewinnorientierung mit gesunder Eigenkapitalausstattung, überdurchschnittliche Eigenkapitalquote von mehr als 50% und Investitionen von 2006 410 Millionen Euro, 2007 600 Millionen und derzeit stehen auf unserem Investitionsplan knappe 1 Milliarde Euro. Dr. Hans Lieber hat einmal gesagt, zumindest wurde ihm der Satz so zugeschrieben, nur soweit der Arm reicht. Und bei der Investitionssumme können Sie sich sicher vorstellen, dass das Ende des Arms in Sicht ist. In der mehr als 50-jährigen Firmengeschichte ist der Name Lieber zu einem weltweit anerkannten Markenbegriff geworden. Er steht für die Vielzahl innovativer Produkte, deren technische Reife und Qualität ein Höchstmaß an Nutzen bietet. Trotz der erreichten Größenordnung des Gesamtunternehmens haben die einzelnen operativen Einheiten nach wie vor einen mittelständischen Charakter. Die dezentrale Struktur erlaubt es, besonders schnell auf Veränderungen zu reagieren und neue Ideen zügig in die Tat umzusetzen. Um insbesondere die Vertriebs- und Technologieressourcen zu bündeln und damit die Wettbewerbssituation zu stärken, sind Spartenobergesellschaften für die operative Gesamtführung der einzelnen Produktbereiche verantwortlich. Zusammengefasst sind die Produktbereiche Erdbewegung und Mining, Baukrane und Mischtechnik, Fahrzeugkrane, maritimen Krane, Aerospace und Verkehrstechnik, Werkzeugmaschine und Materialflusstechnik, Kühl- und Gefriertechnik sowie Komponenten. Etwa 2/3 des Umsatzes
werden mit Baumaschinen erwirtschaftet. Die Doppelstrategie, einerseits eine starke Position als Baumaschinenhersteller zu festigen und andererseits eine Diversifikation nach Produkten und Märkten zu verfolgen, ist Teil der Unternehmenspolitik. So, ich komme nun zu der MCC-Tech. Wenn ich zu Beginn gesagt hätte, ich komme von der Firma MCC-Tech, da hätte sicher keiner gewusst, wovon ich rede. Das steht für, muss er selber nachgucken, Maritime Cargo Cranes Technology. Die MCC-Tech hat ihren Sitz in Enzing. Wer nun aber einen Firmeneingang bei uns suchen würde mit dem Namen MCC-Tech, der irrt. Da gibt es keinen Firmeneingang. Die Firma hat nicht einen einzigen Angestellten. Die Firma MCC-Tech wird von der LWN mitgemanagt. Die MCC-Tech hat 4 Standorte. Das sind einmal Irland, Killarney in Irland. Das ist die LWN. Dort ist auch der Sitz der MCC-Tech. Das ist unsere neue Tochter in Rostock, die hier rein formell eine Schwester von uns ist. Und das ist unser Werk in England, in Sunderland, die auch formell eine Schwester von uns ist. Faktisch ist es aber so, dass das Werk in Rostock und das Werk in Nenzing direkt bei uns angehängt sind, dass das Töchter von uns sind. Unser Werk in Rostock, Sie sehen das, hier auf dem Bild, wurde in Rostock direkt in den Hafen gebaut. Wir haben hierzu sogar Wasser gekauft. Und wenn Sie das mal gemacht haben, da wissen Sie, wie viele Behörden es gibt, die nur Rechte an dem Wasser haben und was Sie da alles tun müssen, um alle am Ende zu befriedigen, dass Sie das tun dürfen, dass Sie ein Stück Land aus dem Wasser gewinnen können. Gut, wir haben es gemacht und wir haben heute sind in der glücklichen Lage, dass wir heute Wasserzugang haben für Schiffe mit 13 Meter Tiefgang. Das sind sogenannte Panamax-Größe Schiffe. Das sind also schon ganz ordentliche Schiffe, die unsere Krane direkt in Rostock abholen können. Die Firma Rostock hat selbstverständlich auch das Produktportfolio, das wir haben, ganz wesentlich beeinflusst. Wir können in Rostock ganz andere Krane von der Größenordnung bauen, als wir die je hätten bauen und liefern können, hätten wir die aus Nenzing zum Beispiel liefern und transportieren müssen. Unser Werk in England ist ein älteres Werk, war eine frühere Schiffswerft, die wir zu einem Schiffskranwerk umgebaut haben. Ursprünglich vorgesehen für Offshore-Krane. Heute machen wir hier insbesondere die Schiffskrane. Zusammen haben wir eine Produktionsfläche in allen 4 Fertigungsstätten von 670.000 Quadratmetern. Und wir setzen zusammen mit 3.000 Mitarbeitern eine knappe 1 Milliarde im Jahr. Und verkaufen tun wir das über eine Vertriebsschiene, die 23 eigene Niederlassungen weltweit hat. Zusätzlich noch eine ganze Anzahl von Vertretungen in verschiedenen Ländern. Die MCC-Tech, die hat 4 Produktbereiche. Das ist der Bereich Hafentechnologie, Schiffskrane, Offshore-Krane, Hydroseilbagger. Im Bereich der Bereich Hafentechnologie beinhaltet die in LWN bei uns beheimateten Hafenmobilkrane sowie Reach Digger, unser neuestes Produkt in Sachen Hafentechnologie, sowie die aus Killarney kommenden Container- und Verladebrücken, Straddle Carrier und Stapelkrane. Das Lieberwerk Nenzing wurde ursprünglich nur und ausschließlich zur Herstellung von Schiffskranen gebaut. Heute machen wir diese Krane überwiegend in unserem Werk in Sunderland. Nun hat der Herr Brendel wahrscheinlich schon mehr gewusst als ich. Ich will die Antwort auf Ihre Frage schon vorwegnehmen. Warum baut man ein Schiffskranwerk mitten in den Alpen? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Wenn der Herr Brendel das schon wusste, wusste er mehr als ich.
Es gibt eine rationale Erklärung, die ist die, dass zur Gründungszeit der Schiffsbau sich im Wesentlichen einmal in der Ostsee und zum anderen Teil im Mittelmeer abgespielt hat. Und das Werk lag so irgendwo in der Mitte. Die alemannische Mentalität dürfte auch eine Rolle gespielt haben, aber ob das alles so zutrifft, kann ich wirklich nicht sagen, denn der Dr. Hans Lieber hat niemals darüber geredet. Nach den Schiffskranen, die wir ursprünglich hier gemacht haben, folgen ganz schnell mal die Offshore-Krane. Ganz einfach, weil die von der Technologie, von den Anforderungen aus der Umwelt doch ziemlich ähnlich sind. Und so sind wir in den Offshore-Markt eingestiegen und waren da relativ schnell sehr erfolgreich, einfach weil die Zuverlässigkeit der Produkte ganz im Vordergrund steht. Und es gab Jahre, da haben wir wirklich in der Nordsee 100% Marktanteil gehabt. Heute ist dieser Marktanteil deutlich geschrumpft, weil einerseits manche Länder versuchen über eigene Produkte hier und stützen die eigenen Produkte. Andererseits haben wir einfach kapazitätsmäßig, können wir gar nicht mehr machen, als wir heute in der Lage sind zu bauen. Dann haben wir noch einen vierten Produktbereich, der nun utopisch in diesem Umfeld sich anhört. Das sind Raupenkrane und Seilbagger. Und neuerdings auch noch Foundation, Ramm- und Bohrgeräte nennen wir es hier. Im englischen Sprachgebrauch nennen wir das immer Foundation Equipment. Na, warum gehören die bei uns dazu? Die sind einmal entstanden, nachdem einer der Eigentümer einfach von einem Kunden gefragt wurde, ob man Ersatzteil kriegen kann von einer Firma, die bankrott ging. Und er hatte eben noch einen Kran von dieser Firma und unser Firmeneigentümer hat gesagt, ja, okay, will mal sehen. Die Nenzinger sollen das mal bauen. Und wir sollten das einfach nachbauen und haben aber nicht getan. Wir haben sofort gesehen, dass hier deutlich mehr zu holen ist, haben der Maschine ganz andere Technologie verpasst und nämlich die Technologie, die in all den anderen Kranen drin ist und haben nach einer relativ langen Zeit, in der die Geräte eher spärlich verkauft wurden, heute zum Hauptumsatzträger der LWN gemacht. Wenn Sie am Ende des Vortrages noch Lust haben, ich habe noch ein paar Fotos dabei von den Geräten, dass man ein bisschen sieht, wie das alles aussieht. So, damit komme ich zu den Werten im Konzern. Bei Lieber lebt man ganz bewusst traditionelle Werte. Der Firmeneigentümer und Unternehmer lebt diese täglich vor. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zentraler Wert ist die Partnerschaft zwischen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Wir sind quasi alle eine große Familie. Das Vorwort der Eigentümer zum Lieber Jahresbericht 2002 lautete zum Beispiel: Unsere Politik zielt darauf ab, positive Ergebnisse auch in schwierigen Zeiten zu erreichen. Und mit diesen Ergebnissen die Voraussetzungen für eine außerordentlich hohe und langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit für unsere Kunden und Geschäftsfreunde zu schaffen. Da steckt also der partnerschaftliche Gedanke schon dahinter, dass wir auch in schlechten Zeiten für unsere Kunden, für unsere Partner da sein müssen. Ein Unternehmen, dessen Wertvorstellungen sich lediglich auf die Maximierung von Gewinn beschränkt, wird meines Erachtens keine lange Zukunftschance haben. Täglich wird uns zwar etwas anderes suggeriert. Täglich wird uns Glauben gemacht, dass Gewinnmaximierung das Einzige ist, wonach wir trachten müssen. Und auch in den Medien wird das genauso kommuniziert. Die Manager von börsennotierten Unternehmen machen uns das auch vor. Sie bedienen sich nämlich ungeniert und gönnen sich Gagen, die in unglaublicher Höhe. Und das setzt sich im Unternehmen weiter so fort. Es wird denn plötzlich dieser einzige Wert, diese Gewinnmaximierung, wird wirklich zu dem einzigen erstrebenswerten Ziel, das man noch hat. In den Aufsichtsräten sitzen dann Kollegen, die sich, was sie dem einen gönnen, sich selber auch holen können. Selbst die Vertreter der Arbeitnehmer, die nehmen ihre eigentliche Verantwortung gar nicht mehr wahr.
die erliegen diesem Charme und naja, sie stimmen dem zu. Ich bin immer überrascht, wie wenig hier von den Arbeitnehmervertretern hier eingebracht wird, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Um nicht falsch verstanden zu werden, ich bekenne mich sehr wohl zur Leistung. Ich bekenne mich selbstverständlich dazu, dass wenn jemand viel leistet, auch viel verdienen soll. Aber das muss mit der Leistung noch in Zusammenhang gebracht werden können. Ich glaube, dass gerade diese Supergagen dieser Manager mit nichts mehr zu rechtfertigen sind. Man rechtfertigt das immer wieder mit der Verantwortung. Wo bleibt denn die Verantwortung? Handeln denn diese Manager wirklich verantwortlich, wenn sie lediglich ihre Ziele, wenn sie danach handeln, dass der Aktienkurs hoch bleibt, dass er zwar auch noch kurzfristig hoch bleibt, ist das wirklich verantwortungsvoll? Ist es verantwortungsvoll, Unternehmen ins Ausland zu verlagern und damit das Know-how, das in jeder Firma vorhanden ist, einfach zu verschenken? Ist das verantwortlich? Ist es verantwortlich, hier einfach einem Trend folgend Dinge zu tun, ohne sich selbst vorher genau zu überlegen, was wohl die Strategie für das Unternehmen das Beste, am besten sein wird und das langfristig gesehen? Ich meine, hier habe ich oft große Zweifel, ob das auch so richtig ist. Ich habe eine solche Entwicklung in einem großen deutschen Unternehmen, ich will den Namen jetzt nicht nennen, gesehen. Das war ein Unternehmen. Das hatte die traditionellen Werte noch. Das waren langfristige Orientierung, Verlässlichkeit, das war Partnerschaft, das war Kundennähe. Die Mitarbeiter waren stolz auf ihre Produkte und die Kunden haben genau das gesucht und haben genau deshalb die Produkte gekauft. Dann kam ein Manager, einer dieser Supermanager, und hat sich eine Gage gegönnt, über 20 Millionen im Jahr. Und da hat es angefangen. Ganz langsam ist das durchgesickert. Immer weniger ist das Produkt im Vordergrund gestanden. Immer weniger ist der Kunden im Vordergrund gestanden. Ich habe einen Ingenieur dieser Firma langjährig bei uns gehabt. Das ist ein altgedienter Ingenieur. Der hat immer Einbauüberprüfungen vorgenommen. Der hat mir eines Tages gesagt, bei uns haben die Grün-Weiß-Gestreiften das Regiment übernommen. Da habe ich zunächst gesagt, Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Was meinen Sie damit? Ja, sagt er, früher, da hat man mit der EDV nur Listen gedruckt und die waren mit den Traktordruckern, waren die auf Papier und das war grün-weiß gestreift. Und genau die haben das Unternehmen nun unter Kontrolle und das Produkt bleibt auf der Strecke. Und genau so ist es gekommen. Die Firma hat Marktanteile verloren, das Image, das schier unglaubliche Image, das die Firma hatte, ist plötzlich weg gewesen. Und erst als der Aktienkurs wirklich eingebrochen ist, da hat man sich erinnert, an was das wohl lag. Und heute versucht man wirklich, dieses Image wieder aufzubauen. Gelegen hat das Ganze nur daran, dass man nur einen Wert verfolgt hat, nämlich die Gewinnmaximierung. Man hat alles andere weggelassen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Unternehmen, die das nur das Ziel verfolgen, eben falsch liegen. Wir bei Lieber, wir haben noch traditionelle Werte. Wir folgen diesen Werten, wir leben diese Werte, wir lieben diese Werte und unsere Kunden lieben diese Werte. Ja, ich lasse das weg hier aus Zeitgründen. Ich habe nochmal ein schönes Beispiel, was da so passiert ist. Wir haben Werte, die wir leben. Das ist eine nachhaltige und langfristige Orientierung. Ganz im Unterschied zu börsennotierten Orientieren, die sich nur an dem Aktienkurs orientieren. Wir haben ganz kurze Entscheidungsprozesse und wir haben eine große Entscheidungsfreude. Wir haben Kundennähe. Wir versuchen permanent direkt beim Kunden zu sein. Das ist unsere große Stärke. Wir sind verlässlich.
Wir gehen mit unseren Kunden eine Partnerschaft ein. Wir sagen das jedem Kunden, den wir einen Kran verkaufen. Die Partnerschaft wird erst beginnen, nachdem der Kran geliefert ist. Nicht, wenn er kauft, sondern wenn er geliefert ist. Dann zeigt sich die wirkliche Partnerschaft. Wir haben eine Partnerschaft auch zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass der Mitarbeiter spürt, dass hier ein Familienunternehmen da ist, das Partner ist. Wir sind, was ich schon gesagt habe, wie eine große Familie quasi. Es ist nun klar, viele Firmen haben ähnliche Dinge, Slogans, die sie hier auf Firmenpapier schreiben. Der Unterschied ist nur der. Wir leben die ganz bewusst bei uns. Es ist ganz klar, dass bei uns die Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit immer vor einer kurzfristigen Entscheidung für Gewinn steht. Immer. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Unsere Entscheidungsprozesse haben wir ganz bewusst weit nach unten gelegt. Dorthin, wo der Prozess abläuft, wo die Leute das tun müssen, die sollen auch die Entscheidung dazu machen. Und Entscheidungen, die nun die Firmeneigentümer machen müssen, die gehen schnell, problemlos, ohne dass man große Untersuchungen macht. Ein Beispiel dazu ist unser Berg in Sunderland. In England hatte man den, wie ich glaube, untauglichen Versuch unternommen und geglaubt, man kann die englische Kranbauindustrie schützen, indem man verlangt, dass für alle Offshore-Installationen, die jemand in England machen wollte und der Schürfrecht in England wollte, dass er mindestens 75% der UK-Anteil nachweisen musste. Man hat sogar ein extra Büro dafür gegründet, das Offshore Supply Office, das nachgeprüft hat, dass er wirklich 75% UK-Anteil an jedem Teil, was installiert wurde, drin war. So, und um auch diese 75% so recht und schlecht beweisen zu können, haben wir dann einfach eine größere Garage, sage ich mal, in England gehabt, in der wir die Krane montiert haben. Das hat natürlich nie und nimmer für die 75% ausgereicht. Es gab lange Diskussionen. Und als wir erstmal so richtig etabliert waren, da kam der Landlord und hat dann gleich mal 4 oder 5 Mal mehr Miete verlangt. Da haben wir gesagt, das geht so nicht mehr. Und waren eigentlich schon bereit, aus England rauszugehen. Wir haben uns überlegt, der Markt ist nicht so groß, wir müssen einen Prüfstand bauen und wir brauchen Investitionen. Also das Beste ist, wir gehen raus. Nur das mussten wir dem Dr. Hans Lieber natürlich sagen, dass wir aus England rausgehen. Aber wir wussten auch, wenn wir ihm das erzählen, da würde er fragen, ja, gibt's denn sonst was zu kaufen? So, und um auf die Frage vorbereitet zu sein, haben wir jemanden nach England geschickt, der die ganze Küste abgefahren ist und geguckt, was es da alles zu kaufen gäbe. Und er kam zurück mit nur 5, 6 Immobilien, die hier frei waren und die man hätte kaufen können. Und der Dr. Hans Lieber kam, wir haben ihm vorgestellt und gesagt, Mr. Lieber, wir wollen aus England raus, haben ihm die Gründe erzählt dazu. Und die Frage kam natürlich, ja, gäbe es denn was zu kaufen? Ja, Lieber, wir haben das abgeprüft und haben die Dinge rein auf den Tisch gelegt. Und er war eigentlich schon einverstanden, sagt, ja, okay, da gehen wir raus. Und war schon aufgestanden, war schon auf dem Weg rauszugehen. Und als letztes lag noch der Plan von dem Werk Sunderland auf dem Tisch. Da dreht er sich rum, geht zurück und sagt, sagen Sie mal, ist das hier Wasser? Ja, Lieber, das ist Wasser. Ja, kann man da auch mit dem Schiff zufahren? Wir hatten wenig Ahnung. Wir hatten nur angenommen, weil das eine alte Schiffswerft war, dass das wohl Zufahrt von mir haben müsste. Wir haben aber nicht gewusst, dass das weiter talwärts mittlerweile eine Brücke gebaut war, die nur die Zugänge, die Seetauglichkeit doch einigermaßen eingeschränkt hatte. Trotz alledem, der Lieber hat sich hingesetzt, hat einen Bleistift in die Hand genommen, hat eingezeichnet und hat gesagt, die Fläche, die kaufen wir. Da baue ich euch ein Büro, da baue ich euch die Fertigungshalle. Dort arbeiten 100 Leute drin und da arbeiten 5 im Büro. Da habe ich gesagt, Herr Lieber, wir brauchen das nicht so groß. Hat er gesagt, er verkauft halt mehr. Und da ging er. Am nächsten Tag kam bereits sein Rechtsanwalt und Architekt. Und Sie müssen das vorbereiten, Sie wollen wissen, wie man das bauen soll, was man da kaufen soll. Und ein Jahr später, Sie werden es nicht glauben, da haben wir 100 Leute gehabt.
und vielleicht ein paar mehr im Büro. Aber wir haben das ganz dringend gebaut. Stellen Sie sich vor, die Entscheidungsprozesse in einem anderen Unternehmen, wie lange die gedauert hätten. Von der Ideefindung bis zur Entscheidungsreife. Da hätten Sie unendlich viel Papier vorbereiten müssen, unendlich viel Gutachten vorbereiten müssen. Hier ging das quasi in einer Viertelstunde, war das Ganze vorbei. Man hat den Geschäftsführern den Druck auferlegt, hier, ihr kriegt die Halle, jetzt füllt sie gefälligst, macht das. Und wir haben natürlich gemacht, was zu machen war. Die Kundennähe und Verlässlichkeit ist bei Lieber schon fast sprichwörtlich. Es wird von Dr. Hans Lieber berichtet, dass er einmal aus Biberach noch einem Kunden, der einen Kran verkauft hatte, in Ulm, der in Ulm im Einsatz war. Nur hatte er der Kran Probleme und hat ein Ersatzteil gebraucht. Hans Lieber hat das Teil während des Tages gefertigt und selber in der Nacht mit dem Fahrrad von Biberach nach Ulm gebracht oder eingebaut und ist wieder zurückgefahren. Das wird heute noch erzählt und das ist einfach ein Synonym dafür, wie Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit heute bei uns noch eine Selbstverständlichkeit ist. Wir kommen aus dem maritimen Sektor. Dort ist es auch ganz klar, ein Schiff, das im Hafen ist, verdient kein Geld, das kostet nur Geld. Ein Schiff verdient nur Geld dann, wenn das wirklich fährt. Und wenn das Schiff in den Hafen kommt und ein Ersatzteil gebraucht wird, dann hat das Ersatzteil dann da zu sein. Da hat der Monteur dann da zu sein. Und wir sorgen dafür, dass das Teil da ist. Und der Monteur geht an Bord. Egal, ob das Samstag ist oder Sonntag ist oder Heiligabend ist oder sonst was. Wenn das Schiff reinkommt, wird der Kran in Ordnung gebracht, denn da wird der Kran gebraucht zum Entladen. Und das Schiff kann nicht aufgehalten werden. Diese Zuverlässigkeit, das haben wir eigentlich beibehalten und auf alle Produkte ausgedehnt. Und unsere Kunden lieben es, wir lieben es. Es ist eine ganz normale Geschichte bei uns. Ich habe noch eine kleine Geschichte dazu. Früher waren wir hier noch Zoll, mussten nur Zoll machen. Da haben wir eine Dame, die hat die Zollpapiere gemacht. Und dann kam am Samstag ganz dringend ein Teil, musste durch den Zoll. Ja, wo ist die Dame? Ja, die ist beim Friseur. Da sind wir hingefahren, haben die mit dem Lockenwickler abgeholt. Die musste in die Firma kommen, hat die Papiere gemacht. Wir haben sie zurückgebracht zum Friseur und das Teil ist rechtzeitig noch am Samstag rausgegangen. Das ist einfach mit einem Selbstverständnis, das hat niemand vorgekommen, dass wir etwas Besonderes tun. Wir machen das so, wir lieben es, unsere Kunden lieben es nach wie vor. Wir suchen auch Partnerschaft zu unseren Lieferanten, in zweierlei Hinsicht. Zum einen wechseln wir unsere Lieferanten nicht. Bevor wir einen Teil kaufen, da überprüfen wir ganz genau, ist das der richtige Partner zu uns? Und sagen dem Lieferanten auch, dass er ein Partner für uns ist. Und dass wir erwarten, unsere Erwartungshaltung, auch in puncto Liefertreue, in puncto Verlässlichkeit und so weiter. Auf der anderen Seite helfen wir aber diesen Partnern auch, genau das zu tun. Dass, wenn er nicht in der Lage ist, das selbst zu tun, da schicken wir Leute hin, die ihm helfen, seine Qualitätssicherung auf Vordermann zu bringen, die ihm helfen, die Zollpapiere zu machen, wo wir halt überall sehen, dass da ein Problem ist, da helfen wir. Also das ist echte Partnerschaft und wir wechseln den Lieferanten praktisch nie. So, jetzt will ich noch ein bisschen zu der globalisierten Welt kommen. Ich habe schon gesagt, obwohl es doch ziemlich abgedroschen klingt, ich möchte trotzdem auf die Herausforderung etwas eingehen, weil wir alle davon betroffen sind, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir es anerkennen oder nicht. In Fernost waren 2 Milliarden gut ausgebildete Menschen, die alle den Wohlstand mit uns teilen wollen. Und es wäre töricht, diese Tatsache einfach gedanklich zu vernachlässigen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen uns damit tatsächlich jeden Tag auseinandersetzen. Und wir in Nenzing, wir setzen uns damit jeden Tag auseinander, weil wir wissen, dass das ganz essentiell ist für unser Fortbestehen ist. Ich sage denn immer, gegen die Globalisierung zu sein, wäre wie gegen das Wetter zu sein.
auf das Wetter müssen Sie sich einstellen. Sie müssen sich Kleidung mitnehmen. Sie müssen sich richtig einstellen, damit Sie für jedes Wetter richtig gerüstet sind. Genauso ist es mit der Globalisierung. Sie müssen darauf vorbereitet sein. Sie müssen wissen, warum Sie Dinge tun, damit Sie in diesem globalen Umfeld bestehen können. Ich habe ein bisschen nachgestöbert und festgestellt, in Chemnitz gab es eine internationale Monatsschrift. In dieser Monatsschrift wurde schon, jetzt muss ich nachlesen, 1882 davor gewarnt, und ich lese jetzt den Originaltext, dass das große chinesische Reich die europäische Industrie, Technologie und Verkehrswegen zum eigenen Nutzen ablernt und damit Europa wirtschaftlich überfluten wird. Mir gefällt insbesondere das Wort ablernt. Ich komme da später drauf, warum das meines Erachtens so ganz wichtig ist, das Wort ablernen. Nun, diese gelbe Gefahr, die hat man denn einfach anhand der Bevölkerungszahlen hochgerechnet, hat die extrapoliert und hat daraus Schlüsse gezogen. Und die geistert so vor uns her. So, und seit 1882 haben wir Angst vor dieser gelben Gefahr. Es ist nichts anderes als die Angst vor der Globalisierung. Das muss uns klar sein. Es ist nicht die gelbe Gefahr, es ist Globalisierung, vor der wir Angst haben. Die Geschichte hat aber auch bewiesen, dass speziell im Wirtschaftsleben Dinge sich schlagartig, völlig unerwartet ändern. Zum Glück ist das so und man hat wirklich auch die Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen. Die Chinesen überfluten derzeit unseren Markt mit T-Shirts, mit Kleidungsstücke, die man ehrlich gesagt zu dem Preis, wie die verkauft werden, bei uns nicht herstellen könnte. Aber auf der anderen Seite liefern wir derzeit nach China Strickmaschinen, Textilmaschinen in einem ungeahnten Ausmaß. Wir liefern Generatorensets in einem ungeahnten Ausmaß, so dass wir eigentlich hier eine gewisse Kompensation haben. Ich glaube daher, dass eben diese Globalisierung für uns eine Chance ist. Wir können an einem Weltmarkt teilnehmen, wenn wir global denken. Wir kriegen ja nicht gleich Lungenentzündung, wenn einer unserer Kunden hier hustet, wenn wir global agieren. Und das ist ein Riesenvorteil für ein Unternehmen, wenn sie immer wieder ausgleichen können. Es gab eine Zeit, da fand ich auf meinem Schreibtisch bald jeden Tag so einen Stapel von Papieren über, ja, wie kaufe ich in China, Recht in China, weiß ich was, alles über China, Kurse. Und diese Kurse waren in der Tat alle voll. Voll mit europäischen, mit deutschen, österreichischen Managern, die sich da reingehockt haben, haben sich voll labern lassen, sind da rausgegangen und gesagt, ja, das ist toll, müssen wir auch machen. Haben sich gegenseitig angemacht, ja, das müssen wir machen. Ohne nachzudenken, warum sie das hier eigentlich tun. Es war einfach schick, war Trend, man tut das. Und gerade diese Leute haben ihre traditionellen Werte völlig vergessen gehabt. Sie haben völlig vergessen gehabt, nachzudenken, wie können sie ihre Firma fit machen für diese globale Herausforderung. Na gut, mittlerweile haben manche dieser Unternehmen und die hier den Weg gesucht haben ins Ausland, ins vermeintlich billige Ausland, die haben mittlerweile schon dazugelernt. Die mussten dazulernen, dass eben die Kultur doch eine andere ist. Dass eben doch in ihrem eigenen Betrieb eine ganze Menge Know-how vorhanden ist, die jetzt einfach weg ist. Wir sehen das ganz deutlich bei uns. Wir fertigen unsere Krane in 3 Werken. Eigentlich in 4, in Hongkong fördern wir auch noch so ein bisschen Seilbagger, aber nicht in sehr großem Stil. Wir sehen das ganz deutlich, wenn wir einen Kran 300 Mal in England bauen und wollen den bei uns bauen, obwohl die Procedures, Zeichnungen, alles genau dasselbe ist, da stellen wir fest, das geht gar nicht. Der Kran lässt sich nicht bauen. Da sind so viele Dinge, kleine Dinge, die einfach nicht passen, die anders gemacht werden. Einfach, weil so viel Shopfloor-Know-how, so viel Know-how da ist in den Unternehmen, das ist nicht wegzudiskutieren. Und genau das ist das Unternehmen, das Know-how, das verloren geht. Und das ist das wichtigste Know-how, das ein Unternehmen hat. Nämlich, dass das, wenn das Produkt am Ende entsteht, da brauchen wir das Know-how. Und das geht verloren. Dann, wenn Sie woanders hingehen,
Natürlich können Sie sagen, ich schreibe das alles in Procedures nieder und Sie können nicht alles niederschreiben. Das geht gar nicht. Zumindest mal bei unserem Produktbereich geht das nicht. Wir haben, ich glaube, wir waren einer der allerersten, die schon vor 30 Jahren versucht haben, eine Lizenz in China zu machen. Das ist einfach schiefgegangen, aus zweierlei Gründen. Erstmal waren wir uns über die Zielsetzung dieser Lizenz gar nicht im Klaren. Da gab es ganz unterschiedliche Ideen, warum man das wohl machen muss. Einmal kam ein Verkäufer und sagt, ja, das ist gut, das müssen wir tun, da kommt ein großer Markt. Der andere hat gemeint, da kann man das große Geld machen. Der dritte hat gemeint, naja, gut, die Chinesen, die sind da noch nicht so auf Zack, die können wir da ein bisschen über den Tisch ziehen oder sonst was. Das hat halt nicht funktioniert. Am Ende war es eine riesengroße Pleite, alles, was wir da gemacht haben mit der ganzen Lizenz. Und wir haben daraus gelernt. Wir haben daraus gelernt, dass bevor wir solche Dinge machen, wir intensiv nachdenken darüber, was sind die Ziele, die wir haben, was können wir dafür tun, dass wir diese Ziele auch wirklich so umsetzen können, wie wir das beabsichtigt haben. Es ist mir natürlich klar, dass es manche Produkte gibt, die, ich sag mal, sehr arbeitsintensiv sind, die sich in Billiglohnländern einfach besser herstellen, billiger herstellen lassen. Das ist mir schon klar. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an T-Shirts und solche Dinge. Aber ich möchte trotzdem daran erinnern, es gibt einen deutschen Hersteller, der stellt T-Shirts in Deutschland her, der verkauft die in Deutschland zu einem deutlich höheren Preis als die T-Shirts aus Fernost und der Firma geht es gut. Der hat eine Strategie gefunden aus Mischung, so aus Marketing, aus Vertriebskanal, aus Qualität, aus Image und ich weiß nicht was alles. Aber es funktioniert, es gibt selbst für T-Shirts, gibt es die Möglichkeit, wenn man darüber nachdenkt, die Dinge hier zu bauen und hier zu machen. Es ist mir auch klar, dass die Strickmaschinen, die wir jetzt liefern, bald nachgebaut werden und sogar auf unseren Märkten angeboten werden. Das ist mir klar. Kopien von Produkten und haben in Fernost Methode. Was können wir dagegen tun? Wenn Sie mich fragen, gar nichts. Wir werden dieses Kopieren nicht stoppen können. Unsere Konkurrenz lernt sehr schnell und wird die immer wieder nachbauen. Was hier hilft, ist permanente und signifikante Innovation. Das ist alles, was hilft. Wenn wir das vergessen, dann werden wir morgen weg sein. Innovation darf man in diesem Zusammenhang auch nicht mit Invention, mit Erfindung verwechseln. Da gehören immer zwei Dinge dazu. Zur Innovation gehört, und jetzt komme ich zu dem Ablernen, warum mir das Wort so gefallen hat, da gehört gesichertes Wissen dazu über Technologie, einerseits. Und da gehört ein starker Drang zur Kommerzialisierung dazu. Und erst wenn beide Dinge zusammenkommen, dann haben Sie wirklich eine Innovation geschafft. Sonst ist es keine Innovation. Solange wir die Zusammenhänge alle kennen, solange haben wir gesichertes Wissen. Und das ist unsere große Chance, die Nachahmer, die Kopierer, die kennen die Zusammenhänge nicht. Die haben das gesicherte Wissen nicht. Und deshalb sind wir immer stärker und immer schneller und immer besser auf diesem Sektor. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Wir haben zum Beispiel in Hongkong, da hatte man um eine Zeit, die Frankie-Pfähle gebaut. Das sind Pfähle, das sind so 2,5 Meter Durchmesser Betonpfähle, auf denen die ganzen Hochhäuser stehen. Und dazu hatten wir eine tolle Technologie entwickelt, Seilbagger, mit denen man diese 2,50 Meter Löcher einfach machen konnte. Und wir haben Hongkong mit unseren Seilbaggern überschwemmt. Ich weiß nicht mehr, 100, 120 Geräte. Wir waren mehr oder weniger konkurrenzlos mit dieser Maschine in Hongkong. Einfach weil diese Baumethode dort eben wegen der Geologie eben so gut war. Nun hat Mitsubishi gedacht, sie können sowas auch tun. Haben so einen Bagger gekauft bei uns, haben den nach Japan gebracht. Wir haben mal Fotos gesehen, die haben den vollkommen zerlegt in alle einzelnen Teile. Haben denn die Komponenten bei unseren Lieferanten angefragt und gekauft.
und haben trotzdem Schiffbruch erlitten. Warum? Sie hatten die Schlüsseltechnologie nicht im Griff. Die Schlüsseltechnologie unserer Maschine, das ist die Steuerung. Und die konnten sie nirgends kaufen. Das Know-how dafür konnten sie nirgends kaufen. Die Software konnten sie nirgends kaufen, auch die Hardware nicht. Weil wir das alles selbst gemacht haben. Und deshalb sind sie gescheitert mit dieser Maschine. Und wir konnten dies daher unsere Maschine so weiterbauen. Unsere Produkte haben einen durchschnittlichen Lohnanteil derzeit von ca. 22%. Das ist allerdings jetzt noch ohne große Industrialisierung in der Fertigung. Wir fertigen die zwar am Band, aber es ist noch eine relativ, bodenständige Fertigung, so wie man das kennt. Wir haben jetzt vor, den ersten Schritt in die industrialisierte Fertigung zu gehen. Wir wollen eine Halle bauen, in der wir robotergesteuert Ausleger machen. Ganz einfache Schweißtechnologie. Schweißkonstruktionen, die wir vor Jahren und bis jetzt noch im Osten gekauft haben. Einfach, weil sie dort billiger war. Und wir jetzt feststellen mussten, so langsam ist die gar nicht mehr billiger im Osten. Und wir haben das Problem, dass wir häufig sogar Material dorthin bringen müssen, die Ausleger wieder zurückbringen müssen, die Kosten für diesen Materialtourismus müssen wir alle bezahlen. Und wir haben uns errechnet, wenn wir jetzt diese Fertigung hier machen, dann können wir unseren Lohnanteil auf bis zu 12% reduzieren. Und am Ende wird das Ganze billiger, also werden wir das hier tun. Es gibt einen zweiten Grund dafür. Wir sind mit der Größe, die wir heute haben, hier in Nenzing, einfach am Limit angelangt. Wir können von der Fläche nicht mehr groß dazu wachsen und wir können auch nicht mehr qualifizierte Arbeitskräfte rekrutieren in unserer Region. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir aus diesen Produktionsflächen mit diesen Menschen mehr Output schaffen in der Zukunft. Das wird unsere große Herausforderung für die nächsten Jahre sein. Wenn Sie derart automatisiert sind, dann bin ich der Meinung, dass der Standort, ist überhaupt keine Frage mehr, wo der Standort sein wird. Dann wird der Standort hier sein, denn dann die Automatisierungstechnik, die Technologie, die Sie investieren, die kostet gleich viel, egal wo Sie sind. Ob Sie in Hongkong, ob Sie in China, in Indien, wo immer Sie das investieren, das wird Sie immer gleich viel kosten. Es wird dann aber entscheidend sein, dass die Infrastruktur passt. Dass sie Leute haben, die das bedienen können, dass sie Personal haben, das bedienen können. Das wird entscheidend sein, dass sie Lieferanten für Ersatzteile und so weiter direkt da haben, dass sie die gefertigten Maschinen abtransportieren können, wegbringen können, verkaufen können. Und so gesehen wird der Standort hier absolut bleiben und ist der richtige Standort für diese, industrialisierte Fertigung. Natürlich ist es bei uns auch so wie in vielen anderen Betrieben, ich vermute, dass es so ist, dass die Verkäufer kommen und sagen, ja, unsere Preise sind zu hoch. Na, wir verlieren immer wegen der Preise und das wird zum Hauptverlustargument hochstilisiert. Ich bin der Meinung, das ist eine, ich sag's mal so salopp, das ist eine Verkäuferlüge. Das ist eigentlich gar nicht der eigentliche Grund. Wir können heute unsere Produkte verkaufen mit den hohen Preisen. Also ist es nicht wahr, dass wir immer nur wegen der Preise verlieren. Und so häufig kommen die Leute zu mir und sagen, ja, können wir jetzt nicht so ein Rindsteak billig da in Indien machen lassen. Da sind doch die Löhne billig, das machen wir da ganz einfach billig. Oder in China oder sonst wo. Meine Antwort darauf ist immer, lieber Freund, wir können das schon, wenn du das willst. Aber unter einer Voraussetzung. Du kannst schon mal beginnen, Chinesisch zu lernen. Und du kannst dich schon mal damit anfreunden, mit 8 Euro pro Tag zu leben. Dann können wir das tun. Dann kannst du solche Produkte verkaufen. Mit der Vorstellung, da kommen die Leute dann doch wieder zurück und sagen, okay, vielleicht ist gar nicht so schlecht, was wir hier machen und unsere Qualität, die wir hier fertigen. So, ein chinesisches Sprichwort sagt, wenn der Wind des Handels bläst, gibt es Leute, die bauen sich eine Schutzmauer. Andere hingegen bauen sich Windmühlen.
Ich habe hier sogar ein Foto einer chinesischen Windmühle aus dem 2. Jahrhundert. Also wir sollen durchaus wissen, die Chinesen haben damals auch schon tolle Sachen bauen können. Die haben so tolle Windmühlen gebaut im 2. Jahrhundert. Häufig hört man hier zu Lande auch, ja, wir müssen Schutzzölle aus Waren in Fernost einführen. Wir müssen uns schützen vor diesen billigen Produkten. Das sind die Schutzmauern, die in dem chinesischen Sprichwort genannt werden. Ich halte überhaupt nichts davon. Denn wenn wir global agieren wollen, dann hilft uns ein Schutzzoll überhaupt nichts. Der schützt unseren Markt gerade hier. Aber weltweit werden wir das mit Zöllen nicht schützen können. Also weltweit sind wir so oder so diesem Markt ausgesetzt und den Bedingungen des Marktes ausgesetzt. Also nutzen diese Schutzzölle überhaupt nichts. Wenn allerdings, und das glaube ich, muss ich schon sagen, wenn allerdings Produkte hergestellt werden, ich sage mal mit Kinderarbeit, da hätte ich nichts dagegen, wenn wir verbieten, die Produkte hier zu verkaufen. Wenn Produkte hergestellt werden, bei denen die Umwelt extrem verschmutzt wird, wo unsere Umweltauflagen völlig missachtet werden und dadurch die Produkte billiger werden, da meine ich schon, da ist es, wäre es gerechtfertigt, hier einen Zuschlag, einen Zoll dafür zu verlangen. Denn den Umweltschaden, den die Leute dort machen, der trifft auch uns. Den werden auch wir bezahlen müssen. Also ist es gerecht, wenn wir denn hier einen Zuschlag dazu machen. Da, der Meinung bin ich schon. Ich bin auch der Meinung, wenn unter sehr asozialen Verhältnissen Dinge gemacht werden, wenn keinerlei soziale Sicherheit da ist, dann sollte zumindest eine gewisse Kompensation über Schutzzölle dafür da sein, dass diese Produkte eben so ungeschützt nicht hier auf den Markt kommen. Hatte aber nichts mit zu tun, dass wir uns generell schützen wollen und sagen, Billigprodukte irgendwo her. Wenn jemand unter, ich sag mal, halbwegs anständigen Bedingungen Produkte schafft, die billiger sind als die unsrigen, dann müssen wir uns selber überlegen, was können wir tun, damit der Kunde unsere Produkte kauft. Ich bin der Meinung, wir müssen anfangen und müssen uns dann Windmühlen bauen und dürfen uns nicht hinter solchen Mauern denn verstecken. Manfred Rommel, der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart, der hat gesagt, Erfolg ist das wichtigste Mittel, um den richtigen Weg zu finden und die falschen zu vermeiden. In Abwandlung können Sie das so formulieren, nichts macht erfolgreicher als Erfolg. Was aber ist Erfolg eines Unternehmens? Wie lässt sich der Erfolg messen? Es ist klar, das Erwirtschaften von Gewinnen ist ein klarer Faktor für Erfolg. Aber das ist bei weitem nicht alles. Wachstum ist zum Beispiel ein guter Maßstab wie über den Erfolg oder Misserfolg einer Firma. Erfolg ist zumindest auch bei uns, wenn wir unsere Ziele, die wir uns geben, wenn wir die einhalten, dann ist das Erfolg. Die müssen gar nicht so groß sein, die Ziele, aber wenn das Ziel eingehalten ist, dann waren wir erfolgreich. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Zurückzukommen auf das Wachstum. Ich glaube, jeder kann sehen, dass wir gerade was am Wachstum ablesen, dass wir eigentlich sehr, sehr erfolgreich sind. Und man sieht das in der Investitionstätigkeit, die wir machen, und zwar nicht nur in Enzing, sondern in Sunderland, überall. Wir sind in den vergangenen Jahren pro Jahr um 30% gewachsen und das organisch gewachsen. Das ist ganz erheblich, dieses Wachstum. Und wir haben es künstlich für das kommende Jahr, für dieses Jahr schon und für das kommende Jahr, haben wir uns künstlich beschränkt auf 10%, ganz einfach, weil wir es nicht mehr schaffen. Wir schaffen es nicht mehr, die Kultur in diesem Unternehmen so zu halten, wie wir das wollen. Wir schaffen es nicht mehr, die Arbeitskräfte auszubilden. Wir schaffen es nicht mehr, dieses Shopfloor-Know-how, das da ist, an alle Mitarbeiter so zu vergeben, weiterzugeben, dass wir so weiter produzieren können, wie wir produzieren. Und deshalb haben wir uns ein moderates Wachstum verordnet. Und vielleicht auch, weil wir mit der Bautätigkeit auch nicht so schnell nachkommen würden. Wenn das da wäre, wird vielleicht ein bisschen mehr Dampf da sein, wenn wir das noch wirklich schaffen könnten. Um konstant zu wachsen, muss man aber die Quelle des Wachstums kennen.
Früher waren wir der Meinung, dass das Vorhandensein von Arbeitskräfte und Realkapital über Wachstum einer Firma entscheidet. Und das war, glaube ich, schon 1957, als der Robert Solow in einem Aufsatz festgestellt hat, dass das gar nicht so ist. Er hat festgestellt, dass zu 7/8 Wachstum durch Innovation kommt. Nun haben wir das zwar gewusst, er hat einen Aufsatz geschrieben, aber das Ganze war verdrängt. Keiner hat sich mehr darum gekümmert. Ne? Wir haben nach wie vor da gelebt, von Image gelebt, hauptsächlich von dem Image, das die Firmen halt hatten, und so haben wir uns bewegt. Eigentlich bis die Globalisierung uns eingeholt hat. Und erst dann haben wir uns überlegt, was wir tun müssen. Da sind wir drauf gekommen, dass das ja wahr ist. Dass es ja die Innovation ist, die uns vorwärts bringt. Es gab im Jahre 2004 eine Studie an der TU in Aachen. Und zwar hatte man da 200 Unternehmen untersucht, die automotive Zulieferer waren. Und man wollte wissen, wie erfolgreich sind denn die Unternehmen, wodurch unterscheiden sich die erfolgreichen von den weniger erfolgreichen Unternehmungen. Und dabei wurde die Richtigkeit des Solow-Modells 100% bestätigt. Man fand heraus, die Innovationskraft des Unternehmens ist ganz entscheidend über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Die guten Unternehmen, die haben sich unterschieden, einmal durch einen bemerkenswert höheren Gewinn, aber die haben deutlich mehr investiert in Forschung und Entwicklung, 21% mehr. Das ist enorm. Die konzentrieren sich auf deutlich weniger Plattformen, nämlich genau gesagt um 40% weniger Plattformen und 77% weniger Produktvarianten. Wenn ich das heute im Unternehmen so bei uns sage, dann sagen sie, das kann gar nicht wahr sein. Es ist aber wahr. Ich kann das auch mittlerweile selbst belegen, wenn ich sehe, die vielen Auswüchse, die man immer wieder hat, die man glaubt, verkaufen zu müssen, sagt, ja, das geht schon gut. Am Ende, wenn ich wirklich das abrechne, dann stelle ich fest, immer dann, wenn wir viel Konstruktionsaktivität hineinpacken, der wird auch in der Werkstatt viel gefummelt, und immer dann ist der Gewinn, ich sage mal, ziemlich niedrig, fällt er da aus. Der Deckungsbeitrag eher niedrig. So, da gibt es tausend Ausflüsse. Ja, das haben wir falsch gemacht und das und bei dem Projekt, ja das. Es ist halt immer etwas. Es ist halt immer etwas. Also ist es wichtig und richtig, dass wir genau das Ziel anstreben. Wir müssen die Anzahl der Plattformen reduzieren und wir müssen die Anzahl der Produktvarianten deutlich reduzieren. Die Erfolgreichen, die konzentrieren ihr Entwicklungsbudget auf wenige Projekte. Die haben 11% weniger Projekte. Die konzentrieren sich auf signifikante Innovationen. Die haben 14% mehr, signifikante Projekte, die sie bearbeiten. Die arbeiten eng mit dem Kunden zusammen. Die machen Änderungen am Produkt schneller, besser, früher als die anderen. Und die erzielen höhere Umsätze mit neuen, mit jüngeren Produkten. Nur das, meine Damen und Herren, das sind genau die Ziele, die wir in Nenzing anstreben. Ich habe die Studie nicht nur einmal gelesen. Ich habe die, ich glaube, 10-mal gelesen und habe versucht, selber für mich die Schlüsse zu ziehen. Was müssen wir tun, damit uns das am Ende gelingt? So, aus all diesen Erkenntnissen, die ich jetzt gerade so alle so formuliert habe, haben wir uns in der MCC-Tech, und zwar, das haben wir gemeinsam mit unseren Kollegen aus Irland gemacht. Wir haben das, deshalb ist es auch Englisch geschrieben, wir haben das zu den Zielen dieser MCC-Tech gemacht. Wir haben Qualität als eines der herausragenden Merkmale definiert. Wir haben gesagt, Innovation trägt am meisten für unseren zukünftigen Erfolg des Unternehmens bei. Wir haben gesagt, wir wollen mit unseren bestehenden Plätzen, an unseren bestehenden Standorten, wollen wir das tun. Wir suchen das Heil nicht irgendwo in der Welt, wo irgendwas billiger ist. Und unsere traditionellen Werte
die wir hier auch noch niedergeschrieben haben in dieser Zielsetzung der MCC-Tech. Und das sind die Ziele, nach denen wir leben. Das ist die Bibel. Das ist entscheidend, ob es gut oder schlecht ist, was wir tun. Ich habe das schon gesagt, wir sind quasi zur Innovation verdammt. Wir sind quasi zum Premium-Produkt verdammt. Dadurch, weil eben die Zeit so schnelllebig ist, weil eben unsere Konkurrenz aus billigen Ländern zu schnell nachlegt. Wir brauchen also unsere Premium-Produkte, die müssen sich auszeichnen durch erstklassige Funktion, ein Höchstmaß an Innovation, beste Qualität, besten Kundendienst, das ist auch mit einem Merkmal für ein qualitativ gutes Produkt, durch Kundenbindung und Partnerschaft und durch Kundennähe. Das sind die Ziele, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben, oder ich habe eingeführt, eine Bauteil- und Systemqualifikation in unserem Unternehmen. Wir hatten eine Garantiekosten in der Höhe von 3%. Wir sind in der Lage gewesen, durch diese Bauteil- und Systemqualifikation die Garantiekosten auf unter 1% zu drücken. Das ist, glaube ich, für die Art Maschinen, die wir bauen, eine ziemlich gute Zahl. Wir haben sogenannte Qualitätsmeetings, bei denen wir alle Vierteljahr für jeden Produktbereich ein Meeting abhalten. Da sitzen die Konstrukteure, da sitzen die Verkäufer, da sitzen die Kundendienstler. Häufig holen wir sogar noch den Kundendienst aus Hamburg, aus Rostock, damit wir auch noch mehr von der fremden Welt kriegen. Das ist die Qualitätssicherung. Und da wird jedes Teil, jeder Ausfall eines Kranes wird hier notiert. Ja, also jeder bekannte Ausfall, der uns bekannt wird, der wird hier notiert. Und dann wird untersucht, warum ist dieses Teil ausgefallen? Warum ist der Kran ausgefallen? Was müssen wir tun, damit das nicht mehr passiert? Und erst wenn wir eine zufriedenstellende Lösung für das Problem haben, wird es von der Liste getickt. Das ist die Art und Weise, wie wir Premium-Produkte sicherstellen. Ich habe hier die linke Spalte zugedeckt. Sicher haben Sie Verständnis, dass ich hier nicht alle Zahlen hier so zeigen werde. Aber das ist eigentlich der Umsatz, den wir machen. Und die rote Linie, die hier eingezeichnet ist, sind die Konstruktionsaktivitäten. Früher sind die immer so schön parallel miteinander gestiegen und gefallen. Das war immer so ein fixer Prozentsatz. Und irgendwann haben wir gesagt, das kann so nicht gehen. Wir müssen mehr Standardprodukte haben. Wir müssen mehr in die Serienfertigung gehen. Wir müssen deutlich weniger Konstruktionsarbeit in jeden Auftrag hineinsetzen. Und das ist das Ergebnis davon. Und das gibt uns recht. Das ist der Schlüssel. Wir brauchen mehr Teilewiederholung. Wir brauchen weniger Teile. Wir brauchen weniger Komponenten. Und das Ziel verfolgen wir ganz, ganz besessen in Nenzing. Als wir eine neue Reihe, komplette Baureihe von Seilbaggern entwickelt haben, da haben wir uns hingesetzt und gesagt, es gibt genau 3 Seitscheiben. Genau 3. Vorher hatten wir Größenordnung 20 unterschiedliche. Es gibt genau 3 und aus den 3 wird das gemacht. Und es geht. Wir haben unsere Hafenmobilkran-Serie. Das sind Krane von 250 Tonnen bis 600 Tonnen. Da sind 95% der Kaufteile sind ident. Exakt dieselben. Manchmal sind 2 drin von derselben, beim größeren Kran bauen wir halt mehr davon ein. Aber es sind genau dieselben Teile. Und das ist das, was eines der großen Erfolgsfaktoren ist in unserem Unternehmen. Wir haben vor Jahren noch, war so das Projektgeschäft, war der Dominant in Nenzing. Wir haben das mehr oder weniger nicht ganz abgeschafft, aber doch ziemlich weit zurückgedrängt. Selbst im Bereich der Offshore-Krane, wo jeder gesagt hat, das geht gar nicht, das sind alles individuelle Dinge, alles individuelle Krane. Das ist nicht wahr. Wir machen heute mit 2 Mann in der Konstruktion unsere ganze Offshore-Krane. Die machen zusammen einen Umsatz von über 100 Millionen. Das machen wir 2 Mann in der Konstruktion. Und das geht, meine Herren, das geht, wenn Sie das wollen. Es braucht natürlich dazu, dass die Verkäufer
rechtzeitig davon informiert, dass die wissen, was sie zu verkaufen haben, dass man nicht alles und jedes einfach zulässt. Es flutscht hin und wieder irgendwas durch, das stimmt schon. Da gibt es irgendwas und schon ist verkauft und naja gut, da muss man es halt machen. Das sind so dann die Ausreißer, die Statistik wieder so ein bisschen durcheinander bringen. Die auf der anderen Seite aber vielleicht auch eine gewisse heilsames Chaos mitbringen. So ist es uns passiert, dass wir aus Versehen, sage ich mal fast, einen riesen Kran verkauft haben. Ein Kran mit 1600 Tonnen Traglast und Gewicht 1400 Tonnen. Den hat man zunächst so in der Baureihe mal eingeplant gehabt, aber nicht wirklich durchgerechnet, nicht richtig im Detail sich angesehen. Flupp, und das Ding war verkauft. So jetzt muss man das Ding bauen. Sie glauben, es springt nur alle Dimensionen, die wir vorher gewohnt waren. Und wir mussten so viele Dinge da neu erfinden, so viele Dinge neu machen für dieses Gerät. Und zum Beispiel der Aufbau. Ich wusste gar nicht, wie wir den Aufbau machen sollten. Da gab es große Ideen. Man nimmt einen Raupenkran, einen großen. Der Raupenkran, der hätte denn in der Aufbauzeit schon 2 Millionen gekostet. Und die ganzen Pier da in Rostock hätte man aufschütten müssen mit 1,5 Meter splittend obendrauf noch Stahlplatten, damit er bloß fahren hätte können. Und dann haben wir gesagt, da holen wir einen großen Schwimmkran. Ja, die gibt's gleich gar nicht, sind gleich gar nicht verfügbar. Und dann kam plötzlich wir könnten ja unsere Haftmobilkrane einfach ein Zwischenstück einbauen. Da sind die hoch genug, dann nehmen wir 2 dazu. Wir brauchen nur eine Steuerung, die die beiden Krane gleichzeitig steuert. Da können wir das machen und siehe da, aus dieser Not heraus, die Kunden mögen das. Die Steuerung verkaufen wir nur laufend und das Zwischenstück verkaufen wir auch laufend. Und den großen Kran haben wir auch schon 4-mal verkauft. Also man muss auch manchmal ein bisschen Mut dazu haben und auch ein bisschen Glück haben, aber immer den Gedanken niemals verlieren, wie man die Dinge standardisiert, wie man die Dinge in den Griff kriegt, wie man eine Wiederverwendung schafft für das, was man tut. Ich habe schon über Technologie und Technologiemanagement geredet. Dieses Technologiemanagement, das früher, ich sag mal, da hat man gar nicht so richtig gewusst, was man darunter so versteht. Da hat es erst mal Kaufleute gebraucht, die den Technikern gesagt haben, was Technologiemanagement ist. Aber heute nimmt dieses Technologiemanagement bei uns einen höchsten Stellenwert ein. Ich habe hier einfach mal die Liste aufgezeichnet über die Patentkosten in Enzing. Und Sie sehen, wie sprunghaft die ansteigen. Im Jahre 2007, das ist hier nur in der Grafik nicht mehr drin, da haben wir bereits 500.000 gehabt. So sprunghaft steigt das an. Hatten wir früher überhaupt nichts, so haben wir heute in Enzing schon einen, der sich mit nichts anderem beschäftigt, als Patente zu sichten, runterzubrechen, wo wir glauben, dass die sind für uns interessant, auf lesbare, verständliche, kurze Darstellung. Und wir haben ein System, in das das reingeschrieben wird. Jeder wird davon informiert. Jeder kann sich die Patente ansehen. Wir haben das Ganze nicht nur in Enzing. Wir haben das auch mittlerweile im ganzen Konzern, einen, der dafür konzernweit zuständig ist. Und es wächst diese Investition in dieses Technologiemanagement laufend an. Haben wir früher über das Wort Wissensmanagement, da haben wir noch ein bisschen gelacht, das ist so ein Spleen, den da manche Leute haben. Das ist nicht wahr. Wissensmanagement ist ganz essentiell. Nur wenn jetzt jemand denkt, dass man hier eine riesige Datenbank anlegt, wo man das alles reinschreibt und verzeigert und. Da haben wir gesagt, das machen wir nicht mit. Wir haben stattdessen Experten geschaffen, Experten benannt und gesagt, du bist der Experte für genau das. Und das im ganzen Konzern. Und haben diese Wissenslandkarte, wie wir das nennen, die hat nur jeder und kann darauf zugreifen. Wenn er eine Frage hat über ein bestimmtes Teil, dann kann er direkt darauf zugreifen. Da wissen wir, da ist die Antwort da. Der beschäftigt sich intensiv mit Damen, der beschäftigt sich mit der Konkurrenz, der beschäftigt sich mit dem Stand der Technologie. Die Ingenieurressourcen, die werden immer knapper. Ich habe hier eine Grafik aufgezeichnet, die stammt von Philips. Die zeigt den Bedarf an Softwareentwicklern und
die verfügbaren Softwareentwickler. Und das ist so, das ist genau so. Man spürt das ganz deutlich schon, dass diese Spezies von Ingenieuren heute leider fehlen. Warum? Weil die Studiengänge, die Technologiestudiengänge einfach immer weniger besetzt sind, weil die vielleicht, ich weiß nicht, anstrengender sind, mehr Arbeit erfordert oder sonst wie, ich weiß es nicht, aber klar ist, es gibt immer weniger Absolventen und um diese Absolventen streiten sich dann die Firmen. Und da ist es denn so, dass die Absolventen, die zumindest aus der Region, die können ja bei uns gar nicht studieren, wenn ich jetzt an die Universitäten denke, Fachhochschule ausgenommen. Deshalb bin ich auch so ein Freund der Fachhochschule, weil ich meine, wir müssen hier deutlich mehr tun, deutlich mehr Leute ausbilden in der Fachhochschule und im Land ein höheres Niveau schaffen von Ingenieuren. Ja, gut. Es ist so, die jungen Leute von hier, die gehen nach Graz studieren, die gehen nach München studieren, die gehen nach Stuttgart studieren. Wo landen die? Bei Mercedes, bei Steyr, Magna und bei BMW. Die Firmen nehmen die alle weg und weg sind sie vor uns. Und wenn wir dann sagen, kommt mal nach Nenzing, dann glauben die, wir sitzen noch mit der Lederhose auf den Bäumen und weiß ich was. Da haben die keine Ahnung, was wir hier tun und dass wir hier wirklich Hightech betreiben in diesem Nenzing. Erst wenn die das gesehen haben, wenn es uns gelingt, die Leute hierher zu bringen, dann haben wir eine faire Chance, dass die Leute bei uns anfangen. Aber wir haben laufend Probleme, eben junge Leute zu rekrutieren für uns. Aus dieser Not heraus haben wir es auch mittlerweile geschafft, hatte ich auch ein bisschen für meinen Verdienst, dass wir im Konzern Entwicklergruppen geschaffen haben, die über die Werksgrenzen hinaus für den Konzern Entwicklungen machen, dass wir gerade dieses Expertensystem haben. Und das ist meines Erachtens eine der Lösungen, dass wir bündeln, dass wir unser Know-how bündeln. Ich habe hier unten geschrieben, wenn LIPA wüsste, was LIPA weiß. Im Konzern machen wir ja unendlich viele Entwicklungen, oder hatten wir auch gemacht, viele, viele Doppelentwicklungen, eine Vergeudung von Ingenieurkapazitäten und Ressourcen. Genau das wollen wir einfangen damit, weil wir hier jetzt Gruppen machen, die über die Grenzen des eigenen Werks hinweg Entwicklungen tätigen. Und das geht nur, wenn sie natürlich die entsprechenden Leute haben. Da müssen auch die einzelnen Geschäftsführungen dazu mitspielen, was auch nicht immer ganz so einfach ist, die davon zu überzeugen. Noch sind alle so schön selbstständig und glauben, sie geben ein Stück ihrer Selbstständigkeit her, was eigentlich gar nicht wahr ist. Sie geben keine Selbstständigkeit her, sie schaffen sich nur zusätzliche Ressourcen durch sowas. Sie brauchen, in jedem Unternehmen braucht man eine Technologie, eine Schlüsseltechnologie, die man effektiv beherrscht, die in diesem Unternehmen zu Hause ist, die mit zur Kernfähigkeit gehört und die man niemals weggeben darf, die immer in dem Werk sein kann. Bei uns ist das eben die Antriebs- und die Steuerungstechnologie. Und ich glaube, es ist uns gelungen, hier ein Team aufzubauen, das, ich sage das, das arbeitet wie ein Turbo. Und das zieht immer mehr Menschen an, immer bessere Menschen an. Und das hat angefangen mit einem, der hier angefangen hat und hat hier gewirbelt. Mittlerweile wirbeln da eine ganze Menge, bald 50 Leute wirbeln hier in Sachen Steuerung. Und das ist das Know-how, das wir haben. Und das unterscheidet unsere Produkte ganz wesentlich von all unseren Konkurrenten. Wir sind deutlich besser, was die Steuerung angeht. Wir sind deutlich besser, was nun die Elektronik in der Maschine angeht. Wo andere davon reden, was man tun könnte, das haben wir schon vor 10 Jahren gemacht. Also wenn ich höre, was die immer so auf Messen und so erzählen, die Konkurrenten, was sie jetzt alles gedenken, so machen, da kann ich beruhigt nach Hause gehen. Das haben wir alles schon. Seit Jahren. Und das funktioniert. Und die Kunden wissen das. Und das ist mit ein wichtiger Faktor, dass man eben so eine derartige Schlüsseltechnologie hat. Und diese Schlüsseltechnologie, die müssen Sie mit Menschen umgeben, die Interesse an dieser Schlüsseltechnologie haben, die Interesse haben, diesen Turbo anzufahren. Und ich habe hier geschrieben, wir müssen den Wirbelsturm und Motor am Leben erhalten. Es muss spannend bleiben.
Und dafür tue ich viel, dass wir genau diese Gruppe am Leben erhalten, dass diese Gruppe genau weiterwirken kann, so wie sie das bis dato getan hat. Weil ich weiß, dass das unsere Zukunft ist. Ich habe hier nochmal aufgeschrieben, die Entscheidungsfaktoren der jungen Menschen bei der Wahl des Arbeitsplatzes. Und da unterscheiden sich naturgemäß die Ingenieure und Naturwissenschaftler ganz deutlich von den Wirtschaftswissenschaftlern. Aber ich will mal hier nur einfach auf die Ingenieurwissenschaftler eingehen. Mit 55% aller bezeichnen als den wichtigsten Grund für eine Firma ein interessantes Produkt, interessante Dienstleistung. Und 42% entscheiden sich für eine gute vertrauenserweckende Leitung. Und 41% wegen der Innovation. So, das sind die Punkte, mit denen können wir punkten. Und das ist der einzige Grund, warum wir die Leute bekommen, die wir hier brauchen. Zugegeben, häufig suchen wir noch Leute, häufig kriegen wir nicht alle Leute sofort. Aber es ist schon ganz wichtig, dass wir eben genau bei diesen Faktoren punkten. Dann haben wir hier noch ein Dia, das einfach zeigt, dass ich glaube, dass wir in Summe das Ausbildungsniveau sehr, sehr hoch halten müssen. Und insbesondere gehe ich da auf unsere Lehrlinge ein. Ich halte speziell die Mechatroniker bei uns für einen Beruf, der ausgezeichnet ist. Die Leute kriegen eine sagenhafte Ausbildung. Es gibt nichts, was die jungen Menschen nicht könnten. Also wenn ich jung wäre, die Ausbildung würde ich sofort machen. Die ist einfach sagenhaft. Und was noch viel besser ist, die Leute, die sitzen dann zusammen mit unseren Doktoringenieuren auf dem Gerät und verbessern das Gerät. Der eine versteht den anderen und die vertrauen sich blind gegenseitig. Und das ist das Tolle. Und das ist mit einer der Schlüsselfaktoren, die wir in Enzing haben, warum die Produktentwicklung bei uns derart stabil ist und derartige Leistungen zu verbringen mag. Und Sie können sehen, wir sind durchwegs, das ist im Vergleich mit der Vorarlberger Metallindustrie. Wir haben, was nun die Bildung angeht, unsere Mitarbeiter, immer mehr. Wir tun ganz bewusst hier mehr, weil wir wissen, dass wir das für die Zukunft brauchen werden. Und das ist auch der Grund, ich habe schon gesagt, warum wir die Ingenieurfach, die Fachhochschulen und auch die HTLs hier unterstützen, weil wir meinen, wir müssen insgesamt in unserer Region für diesen Standort mehr an Bildung bringen, mehr an technischer Bildung bringen, mehr Ingenieure bringen, mehr Leute haben, die diese Technik wollen und auch verstehen. So, das war's, was ich Ihnen zu sagen habe. Vielen Dank.